Ja, wir kommen zu einer weiteren Anlage, und zwar der Anlage Vorsorgeaufwendungen. Im Bereich der Vorsorgeaufwendungen geht es um alle Kosten, die dir ja zwangsläufig entstehen im Rahmen der Vorsorge auf bestimmte Ereignisse. Was das genau für Ereignisse sind, das erfährst du in diesem Video, und wir gehen auch direkt auf die Anlage Vorsorgeaufwendungen ein. In diesem Sinne, mein Name ist Roland, ich bin Online-Steuerberater aus Regensburg und du schaust Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant. Ja, das Thema Vorsorge betrifft alle Bereiche, die, sage ich mal, mit einer langfristigen Betrachtung in die Zukunft sind. Das können zum Beispiel sein Krankenversicherung, Rentenversicherung und andere Versicherungen, ganz einfach, die dich gegen ein bestimmtes Ereignis ganz einfach hier schützen. Wir gehen auch direkt hier gleich in die Anlage Vorsorgeaufwendungen rein, wo man sieht, es ist schon hier sehr viel, ja, sag ich mal, dick markiert, weil hier sehr viele Daten ganz einfach mittlerweile elektronisch übermittelt werden. Wir wollen es aber der Vollständigkeit halber auch ja für den ein oder anderen Steuerfachangestellten, der hier zuschaut, nochmal umfangreich erklären, damit der Einstieg hier ganz einfach super easy ist. Zum Thema natürlich auch, du kannst die Steuererklärung mit Elster ausfüllen oder natürlich auch mit einer Steuersoftware. Eine Software, die wir empfehlen, hier ganz einfach unten in der Infobox findest du eine Steuersoftware, mit der man sehr gut, günstig und schnell die Steuererklärung abgeben kann. Wichtig an der Stelle natürlich auch, es ist so, dass bei den meisten Steuersoftwaren, zum Beispiel auch die, die wir empfehlen, hier eine Zahlung erst notwendig ist, wenn du auf Übermitteln klickst und nicht schon davor. Das heißt, du weißt vorher, ob es sich lohnt oder nicht, wenn du in einer Antragsveranlagung bist. Wie gesagt, viele der Informationen hier werden schon elektronisch übermittelt, dementsprechend auch in Elster sind sehr viele Daten mittlerweile hier übernommen. Wir starten wieder der Vollständigkeit halber ganz einfach hier mit unserem Ausfüllen. Im Rahmen einer Steuersoftware wird das ganz einfach hier meistens, ganz einfach vom Jahr her übernommen. Das heißt, wenn du das letzte Jahr schon die Steuersoftware verwendet hast, jetzt wieder, dann werden die Daten hier übernommen. Wenn du den Abruf hast, beziehungsweise die Abrufmöglichkeit bei der Steuersoftware, dann werden die folgenden Daten ganz einfach hier übernommen. Wichtig, du siehst schon hier im ersten Bereich, es geht hier sehr viel um die Lohnsteuerbescheinigung. Denn wir müssen hier unterscheiden zwischen den Fällen, die, sage ich mal, beim Abruf hier super easy einfach aus der Lohnsteuerbescheinigung alles übernommen wird. Empfehlung also hier, füllt zuerst die Anlage N aus, auf die wir auch noch eingehen, werden wir euch auch später hier verlinken, damit ihr direkt zur Anlage N kommt. Füll also zuerst die Anlage N aus, in den meisten Softwaren wird das dann direkt übernommen in die Anlage Vorsorgeaufwendung und in die anderen Anlagen, wo es reingehört. Wir haben zuerst mal natürlich Arbeitnehmeranteil, Arbeitgeberanteil, Zuschüsse, Erstattungsbeträge hier im Rahmen der Altersvorsorge. Hier wichtig, Unterteilung, wie gesagt, zwischen Angestellten, die natürlich hier ganz normal ihre Einkünfte haben, monatliche, Abrechnungen und alles, und denjenigen, die zum Beispiel hier ja selbst für sich vorsorgen, wie zum Beispiel landwirtschaftliche Alterskassen oder auch berufsständische Versorgungswerke, wie zum Beispiel bei mir als Steuerberater, ich bin Teil eines Versorgungswerkes, oder auch Rechtsanwälte, Ärzte und andere, die einfach in irgendein Versorgungswerk einzahlen, bei denen ist es so, die müssen das hier selbst eintragen. Das Thema Altersvorsorge ist dann relativ schnell abgehandelt, da ist es wirklich so, was zahlst du, sage ich mal, monatlich oder jährlich hier an den jeweiligen Träger, sei es Deutsche Rentenversicherung oder eben an das Versorgungswerk, das tragst du hier ein oder wird automatisch übernommen. Bei der Kranken- und Pflegeversicherung ist das Ganze auch hier bei Arbeitnehmern wieder relativ einfach. Denn hier werden die Daten auch übermittelt durch die Lohnsteuerbescheinigung. Da ist es ja so, das wird auch einfach hier wieder übertragen. Dementsprechend bei den lilanen Stellen ist es ganz einfach so, hier musst du großartig nichts eintragen. Wenn es bei deiner Steuersoftware nicht der Fall ist, hier einfach von den jeweiligen Feldern der Lohnsteuerbescheinigung abtippen. Wichtig, die erste Seite ist relativ einfach abzuhandeln. Auf der zweiten Seite wird es dann wirklich interessant für diejenigen, die auch Steuern sparen wollen. Wir sind also hier jetzt, sage ich mal, in Kranken- und Pflegeversicherung. Grundsätzlich ist es so, wenn du hier natürlich Zahlungen tätigst, dann sind diese als Vorsorgeaufwendung ganz einfach abziehbar. Genauso Krankenpflegeversicherung, aber auch im Umkehrschluss natürlich hier müssen alle Erstattungen hier wieder abgezogen werden. Wir haben hier einmal natürlich die Unterscheidung zwischen gesetzlichen, also oben der ganz normale klassische Arbeitnehmer, der hier gesetzlich zur Krankenversicherung ganz einfach das abführen muss, und hier unten die private Kranken- und Pflegeversicherung. Auch einige Unternehmen übermitteln das schon. Hier ist es so, auch hier natürlich kannst du alles dann eintragen, wenn es deine Software nicht macht. Hier gibt es auch immer eine Bescheinigung von der jeweiligen Krankenkasse, die dann ganz einfach hier übernommen und ganz einfach verwendet werden
kann. Wichtig, Seite 2 ist eigentlich das, was dann entscheidend ist, denn hier ist dann der Punkt, wo man schon mehr eintragen muss. Hier auf jeden Fall mal Beiträge zur ausländischen gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung. Diese werden aus EU- und EWR-Staaten nicht übermittelt. Hier auch wichtig, wenn du steuerfreie Zuschüsse bekommen hast, dann werden die auch natürlich übermittelt, dementsprechend also hier nicht mehr einzutragen. Entscheidend ist der nächste Punkt, und zwar als Versicherungsunternehmer für andere Personen. Hier zum Beispiel, sag ich mal, für Personen, für die kein Anspruch auf Kindergeld besteht. Das können zum Beispiel Kinder sein, die studieren, aber schon irgendwie vielleicht nebenbei tätig sind. Oder hier in irgendeiner Form, sag ich mal, auch ältere Personen, sag ich mal, Mama, Papa, falls die irgendwie hier ja mit reinfallen würden. Grundsätzlich natürlich, hier ist es für die Personen, die nicht in der Anlage Kind erwähnt werden. Das heißt, die nach 32 Absatz 6 des ESTG keine Kinder mehr sind. Die müssen hier mit reingenommen werden. Alle anderen werden in der Anlage Kind dann mit reingenommen. Wichtig auch hier natürlich die Steuer-ID und Name, Adresse, Sonstiges. Wichtig ist, wie gesagt, der letzte Teil mit den weiteren Vorsorgeaufwendungen, denn hier wird auch natürlich alles übermittelt. Auch hier für die Kinder gibt es die Übermittlung oder für die anderen Personen, weil hier natürlich derjenige mit abgegeben werden muss, der die Beiträge dann am Ende zahlt. Auch hier selbe Spielchen, ganz einfach Zahlungen und Erstattungen. Bei den weiteren sonstigen Aufwendungen, Vorsorgeaufwendungen, da sind wir definitiv hier ein bisschen, sage ich mal, mehr in dem, was du wissen musst und wo du auch Steuern sparen kannst. Es ist ja grundsätzlich so, im Rahmen der Vorsorgeaufwendungen, also sonstigen Vorsorgeaufwendungen, gibt es hier eine Deckelung. Denn Vorsorgeaufwendungen sind grundsätzlich deckelt auf 2.800 Euro bei denjenigen, die es komplett über das Jahr selber tragen, also Unternehmer oder Beamte. Aber natürlich auch diejenigen, die, sage ich mal, angestellt sind, haben 1.900 Euro als Vorsorgeaufwendung, die sie steuerlich geltend machen können. Aber was sie immer geltend machen können, ist Kranken- und Pflegeversicherung. Denn diese wirken sich im Grunde immer voll aus. Das heißt, wenn du hier, sagen wir, 10.000 Euro Krankenversicherung zahlst, dann werden diese 10.000 Euro voll hier mit der Auswirkung mit reingenommen. Das hat aber natürlich einen Nachteil, denn gerade die weiteren Vorsorgeaufwendungen, dort ist es der Punkt, wo auch sehr viele, sag ich mal, dubiose Versicherungsmakler immer gern Werbung damit machen, ja, aber das kannst du doch von der Steuer absetzen. In dem Fall zum Beispiel eine weitere Arbeitslosenversicherung, eine freiwillige Arbeitslosenversicherung, dann eine Erwerbsminderungs- oder eine Berufsunfähigkeitsversicherung, eine Unfallhaftpflichtversicherung, all das kannst du doch von der Steuer absetzen. Ja, grundsätzlich schon. Nur durch die Deckelung ist es so, dass sich diese dann nicht auswirken. Das heißt, selbst wenn du hier was reinschreibst, ist es so, dass diese Kranken- und Pflegeversicherung, wenn sie über den 2.800 bis 1.900 Euro ist, nur eine Auswirkung haben. Das heißt, alle anderen Versicherungen, die jetzt hier in der Mitte genannt sind, also zusätzliche Arbeitslosenversicherung grundsätzlich, dann Erwerbs- und Berufsunfähigkeit, Haftpflicht sowie Risikoversicherungen oder zum Beispiel auch Unfallversicherungen, Haftpflicht und alles, das fällt ganz einfach hinten runter, weil du mit der Kranken- und Pflegeversicherung schon den Höchstbetrag überschritten hast. Der Punkt ist aber, warum hier auch Steuersparpotenzial dahinter steckt, ist, manche Krankenversicherungen, vor allem hier im privaten Bereich, bieten die Möglichkeit, dass man hier ganz einfach Vorauszahlungen tätigt. Vorauszahlungen auf die Kranken- und Pflegeversicherung. Das hat zur Folge, dass du in einem Jahr, wo zum Beispiel ja, Einkommensspitzen sind, zum Beispiel steuerpflichtiger Verkauf einer Immobilie oder erhebliche Gewinne, dann zahlst du das bis zu 2,5-fache der Kranken- und Pflegeversicherung voraus. Hast die maximale Auswirkung in einem Jahr und da im Normalfall, sage ich mal, die anderen Versicherungen wie Berufsunfähigkeit, Haftpflicht und Sonstiges hier nicht so hoch sind, hast du auch eine Auswirkung in den Folgejahren. Das heißt, hier kannst du ein bisschen Steuern sparen, weil du einmal die massive Auswirkung hast, in den nächsten Jahren dann die sonstigen Vorsorgeaufwendungen sich ganz einfach auswirken. Wichtig ist auch, Haftpflichtversicherungen natürlich können auch im Bereich der Kfz-Versicherung mit drin sein, anderen Versicherungen. Es ist aber dieser Teil immer rauszurechnen und dementsprechend hier ist das so zu beachten. Der letzte Teil, und zwar die ergänzenden Angaben, sind hier, sage ich mal, dann für denjenigen, sage ich mal, sehr einfach auszufüllen, wo es dann darum geht, ob du natürlich hier Anspruch auf steuerfreie Zuschüsse hattest oder ähnliches, ob du Beamter bist, ob du, sage ich mal, Vorstandsmitglied bist oder Praktikant. Das kannst du, sage ich mal, mit einfachen Ja- und Nein-Antworten hier ganz einfach durcharbeiten, getrennt nach Ehegatte, Ehefrau. Und in dem Zusammenhang ist es auch so, wenn du zum Beispiel nicht in einem aktiven Dienstverhältnis warst, dann musst du das hier auch mit angeben.
Wichtig auch, wie gesagt, an dieser Stelle ist, dass du nicht vergisst, dass hier definitiv Steuersparpotenzial ist. Das Video zum Thema Steuern sparen mit der Krankenversicherung verlinken wir euch hier oben. Da könnt ihr euch das nochmal genauer anschauen, denn hier wird oftmals sehr viel Geld liegen gelassen, vor allem auch von Unternehmern oder natürlich auch von Privatpersonen, die privat versichert sind. In diesem Sinne, wenn dir das Video weitergeholfen hat, liken, teilen, weitersagen. Mein Name ist Roland, ich bin Online-Steuerberater aus Regensburg und du schaust Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant.